Jo, herzlich willkommen zu unserem Projekt IntelliLight bei JugendHack 2024 in Köln. Wir erzählen euch jetzt ein bisschen, was unsere Idee war dahinter, wie wir das umgesetzt haben und zeigen euch am Ende auch noch, wie das Ganze jetzt aussieht. Also die Grundidee für IntelliLight war einfach ein intelligenter Lichtschalter, der automatisch durch verschiedene modulare Sensoren erkennt, halt an der Außenumgebung erkennt, ob das Licht jetzt lieber an oder aus sein sollte. Das soll einfach und sicher zu montieren sein. Das ist nämlich einfach ein Adapter, den man über den Lichtschalter rüberstülpt. Und das Ziel davon soll das Stromsparen sein, zu Hause einfacher machen. Das Konzept. Die Entwicklung aus der Idee ist ein einfacher Motor, um den Schalter zu kippen, eben um nicht in die Hauselektronik eingreifen zu müssen und nicht mit Starkstrom zu arbeiten und dann eine Hülle aus 3D-Druck zu nutzen, um das Ganze zu verkleiden. Die Technologie, die wir benutzt haben, ist ein Raspberry Pi, den kleinen Pico W, mit das die Programmiersprache MicroPython läuft, ein Servomotor und einen einfachen Lichtsensor tatsächlich mit einem 3D-Drucker halten, um die 3D-Teile zu machen. Jo, dann das Ergebnis, was wir jetzt hier stehen haben, eine Box, die einfach auf den Lichtschalter gesteckt werden kann, gegebenenfalls kann man die noch später festschrauben. Der Pico reagiert auf Lichteinflüsse, den Lichtsensor würde man dann idealerweise am Fenster festmachen. Und wir haben eine einfache Python-Software entwickelt, die standalone funktioniert, das heißt, es muss kein Computer angeschlossen sein. Und jetzt die lang erwartete Demo für alle, die kurz Zeit haben. Da ist der Link oder QR-Code zu unserem Projekt. Wer das also nachbauen will, viel Spaß damit. Wir haben versucht, es möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Und wir bräuchten einmal die Kamera. Also jetzt aus Demonstrationszwecken sind alle elektronischen Komponente auf einen Rahmen drauf. Aber idealerweise würden sie einfach innen in der Hülle festkleben. Wir benutzen jetzt eine simulierte Sonne. Der Lichtsensor erkennt den Unterschied zwischen hell und dunkel. Und wenn es halt draußen dunkel ist, macht es das Licht optional an. Und wenn es heller ist, macht es ja aus, weil da braucht man ja eigentlich keinen Lichtschalter. Dann gibt es oben noch einen Knopf, um alles manuell zu überschreiben, falls irgendein Notfall kommt oder falls man einfach das Licht anhaben möchte, wenn es hell ist. Jetzt gerade hier drin funktioniert das nicht so gut, weil der Schwellwert, den wir eingestellt haben, ab wann er zwischen dunkel und hell unterscheidet, ist auf den Raum da drüben angeglichen, nicht auf die Bühne mit dem Licht hier. Deswegen hat er gerade ein bisschen durchgedreht. Normalerweise wäre es so, dass er das recht eindeutig macht. Es ist hell, ich mache das Licht aus. Es ist dunkel, ich mache das Licht an. Jo. Was wir dabei gelernt haben, ist, dass tatsächlich so ein Sensor deutlich genauer ist als unsere Augen. Denn im Makerspace, da hinten, wo wir das gebaut haben, haben wir ein bisschen mit dem Schwellwert rumprobiert. Und es war eigentlich viel, im Raum war es für den Sensor zumindest viel dunkler als draußen, obwohl es für uns eigentlich relativ gleich war. Dann vielen Dank an die MentorInnen, die uns dabei unterstützt haben, an das Orga-Team, das das hier möglich gemacht hat und auch das Latibool. Danke auch an euch fürs Zuhören und das wär's von uns.